So Leute, da wären wir wieder zurück zur zweiten Folge von Minecraft Attack 4. Ja, ziemlich komisch noch das Ganze zu sagen immer und auch zu lesen. Also keine Ahnung, die 4 sieht irgendwie ein bisschen krass aus, keine Ahnung. Ist irgendwie schon so eine hohe Zahl, ne? Im Vergleich zu 2 oder 3. Ja, ja, auch eine krasse Erkenntnis wieder von mir heute. Ja, und auf jeden Fall habe ich ja letzte Folge so ein bisschen Informationen noch gegeben zum Projektstart. Ist natürlich immer so, am Anfang gibt es erstmal viel zu erzählen und so, ne? Und, ja, keine Ahnung, da hat man eben erstmal Gesprächsbedarf sozusagen. Heute wollte ich dann nochmal eine Sache vielleicht extern ansprechen, die ich auch im Stream schon hatte. Und zwar, wer darf eigentlich ins Projekt und wer nicht? Ja, das ist eine Sache, die halt immer und immer wieder mich gefragt wird im Stream, auch in Hexit und so. Gut, in Hexit ist es wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, ist das halt nicht so einfach alles. Und ich dachte mir, dass ich das heute nochmal so ein bisschen beantworten möchte. Halt auch wegen dem Anlass, dass wir jetzt ein neues Projekt oder eine neue Staffel gestartet haben, wo sich das ja geändert haben könnte. Aber ja, ich denke mal, es hat sich grundlegend nicht so unbedingt geändert, denn Kyojin ist eigentlich immer noch der Ansicht, er lässt keine Leute ins Projekt, die er nicht kennt, beziehungsweise denen er nicht vertrauen kann, denn damit haben wir einfach zu viele negative Erfahrungen gemacht im Laufe der Zeit. Ja, zum Beispiel damals bei Useless Fanboy war das, glaube ich. Ja, der hat ja auch den Server gesprengt. Oder, na gut, aber das war auch einfach nur so eine Kurzschlussreaktion. Das war halt so ein bisschen, naja, wieder ein anderer Fall, weil Useless Fanboy und Hyojin, die kennen sich ja. Und das heißt, das liegt dann nicht daran, dass er jetzt den nicht kennt, sondern keine Ahnung, woran das damals gelegen hat, warum das so ausgerastet ist. Auf jeden Fall war es ja auch in Minecraft Tech 1 schon so, dass Kyojin da jemanden auf den Server geholt hat und der dann das Ganze gesprengt hat irgendwie. Und das war halt so der typische Fall, dass das einfach nicht funktionieren kann immer. Dass wenn man irgendwelche Leute ins Projekt holt, dass sie dann eben auch sich so benehmen, ne? Dass man eben damit zurechtkommen kann. Ja, sicherlich gibt's welche, so wie Nekrog zum Beispiel oder mich. Ja, wir kennen ja jetzt auch nicht Kyojin persönlich, oder Street ja eigentlich auch nicht. Aber wir wissen uns halt zu benehmen, ne? Sag ich mal. Und, ja, deswegen sind wir halt im Projekt. Und beziehungsweise ich bin eigentlich auch nur ins Projekt damals gekommen, weil ich irgendwie von Street eingeladen wurde über so ein Gewinnspiel. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir wurden ausgelost, genau, unter den Kommentaren, unter einem Video. Und da hat er uns dann hinzugefügt, also Delahead, zur Whitelist. Und ja, das kann natürlich nicht jedem passieren. Und ich weiß auch nicht, ob Delahead es nochmal wollen würde, so ein Gewinnspiel, sag ich mal, zu veranstalten. Denn, ja, wie gesagt, das kann dann auch irgendwer kommentieren, der eben griefen will oder so. Da ist man nie richtig sicher. So wie Zockerweb, der hat ja gegrieft in Minecraft Tech 3 jetzt. Neulich, ne? Ist ja noch gar nicht lange her. Und, ja. Der ist irgendwie über Martinstorms rein und ja, hat dann eben auch Blödsinn angestellt. Das ist halt nicht schön, ne? Wenn man immer wieder solche Leute sieht. Und man weiß eben nicht, wie die Leute ticken. Das ist halt das Problem. Sicher kann es sein, dass sie eben nichts machen. Und das wünscht man sich ja auch, ne? Und man will ja auch nicht jeden irgendwie gleich verurteilen. Ja, das ist eigentlich gar nicht so unser Ziel. Wir wollen halt nur den Server schützen und das, was wir uns hier halt aufbauen, über Monate, kann man ja sagen. Also auf jeden Fall, Mini-CA3 ging ja über Monate und ja, ist dann halt schon scheiße, wenn das alles weg ist. Auf einmal. Und genauso ist es eben hier in Mini-CA4 dann, wenn das Projekt eben ein bisschen älter ist. Und ja, wir müssen eben gucken, dass wir da für die Sicherheit sorgen, für die nötige. Und ich denke mal, das kriegen wir auch ganz gut hin. Allerdings
Ja, ist dann eben der Nachteil, dass wir die Leute wahrscheinlich nicht annehmen werden oder können. Ja. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch mal schön, ein paar mehr Mitspieler zu haben, dass wir auch einen aktiveren Server haben. Ja. Wäre natürlich auch so eine Sache. Im Idealfall auch Leute, die ein bisschen länger aktiv sind als nur 2, 3 Tage oder sowas in der Richtung, ne? Das ist natürlich immer dann das Beste, was einem Projekt passieren kann. Allerdings ist das nicht immer so einfach hinzukriegen, ne? Und, naja. Keine Ahnung, ob wir da noch welche einladen. Ich werde es einfach sehen. Ich denke aber mal, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wir da überhaupt was machen. Denn zurzeit ist das Projekt erstmal so in der Startphase und wahrscheinlich werden wir dann noch warten mit damit. Und das muss sowieso noch alles mit Delahead und so abgeklärt werden, also Kyojin, damit wir das auch ordentlich über die Bühne kriegen. Ne? Müssen wir mal schauen. Also, ich kann da jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich bin halt nicht der, der das entscheidet, ne? Muss ich auch immer wieder dazu sagen. Ich kann da nichts großartig machen. Ich kann halt nur Delahead fragen. Beziehungsweise Kyojin. Sorry, wenn ich immer noch Delahead sage, aber ich bin es einfach so gewöhnt. Ich gewöhne einen Namen an, weißt du, und ich kann mir den dann nicht mehr abgewöhnen. Es ist einfach so. Und ja, tut mir leid, wenn sich die Leute dann umbenennen und sich mit ihrem alten Namen nicht mehr identifizieren können. Aber ich werde auf jeden Fall den immer aussprechen, weil ich den so kennengelernt habe. Keine Ahnung. Weißt du, in Real Life ändern die Leute ja auch nicht ihren Namen. So, und da ist das schon mal besser. Ja, keine Ahnung. So, und ich weiß auch nicht, ne? Ist halt schade, ne? Ich würde auch gerne mal Leute so reinnehmen, aber da müsste man wahrscheinlich irgendwie so die Grundstücke protecten oder so. Und hier, ja, viel, viel mehr sichern mit verschiedenen Plugins und so. Was ja zum Beispiel Shadow auch machen wollte in City Survival, wenn er noch weitere Leute hinzufügt. Ja, das ist halt dann einfach nötig. Und ja, ob Kyojin das will, beziehungsweise machen kann und womit, das weiß ich natürlich nicht. Und deswegen, ja, ist das auch wieder so eine Frage, ne? Naja. So, auf jeden Fall hatte ich letztens eigentlich ganz gut Zuschauer im Stream auch. Fand ich eigentlich ganz cool. Denn, ja, ich hatte wirklich dann nach so einer Dreiviertelstunde ungefähr im Stream 2 aktive Zuschauer. Und das war eigentlich nicht schlecht. Also, das hatte ich auf jeden Fall noch nie. Kann ich ja mal so sagen. Also, sonst habe ich ja immer gar keine Zuschauer. Aber so haben mich dann auch mal 2 Leute gefunden. Und das war eigentlich echt eine ganz coole Sache. Dann haben wir so ein bisschen quatschen können, ne? Das ist eigentlich nicht schlecht. Und da ist es halt schade, auch wenn die Leute dann eben immer mitspielen wollen und dann nicht können. Man muss denen dann halt immer absagen. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nicht jeden Zuschauer hinzufügen. Weißt du, das ist dann, glaube ich, auch nicht möglich. Weil das Problem ist halt auch, die sind dann vielleicht während dem Stream online und dann nicht mehr. Und sind dann auch inaktiv, ne? Und wir wollen jetzt hier nicht irgendwie so eine Durchlauf, Dingens werden, so ein Durchlaufserver, wo jeder einmal drauf kann, so 10 Minuten gefühlt, ne? Sondern, ja, wir wollen halt aktive Mitglieder auch haben und ja, das ist halt auch so ein Knackpunkt. Ja, und am liebsten ist es mir dann eben immer, wenn ihr auch nicht unbedingt jedes Mal fragt, im Stream, kann ich mitmachen, kann ich mitmachen, weil ich muss es dann halt immer wieder erklären und so, ne? Gut, ich kann dann auch einfach auf dieses Video hier verweisen, wenn es dann online ist. Wenn ich dann jetzt demnächst mal streame und so. Aber ja, trotzdem ist es natürlich immer nervig, die gleiche Frage jedes Mal immer und immer wieder zu beantworten. Keine Ahnung, das ist halt einfach auf Dauer anstrengend, sag ich mal. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr vielleicht dann ja, das einfach versteht und hinnehmt. Gut, das Problem ist halt auch einfach, dass immer wieder neue Leute im Stream dazukommen und die dann jedes Mal wirklich diese Frage haben. Naja, muss man halt dann jedes Mal neu erklären. Aber
Ich denke mal, das wird sich irgendwann auch mal geben. Mal schauen. Ja, und ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Haben wir heute ein kleines Thema gehabt. Wieder mal. Und ich werde mal schauen. Ich tue erstmal die Sachen hier weg. 19 Eisen haben wir schon mal. Ich muss auf jeden Fall, wie gesagt, im Stream nochmal weiterfarmen. Und da werden wir auf jeden Fall das hinkriegen hier. Mit der Rohstoffknappheit derzeit noch. Wieso habe ich eigentlich eine Slap dabei? Kein Plan. Ja, und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.